Italien war gerade so ein Mordfall jetzt. Ein Junge, ich glaube 15, 16, gemeinsam mit seinen Freunden, die sind ins Kino gegangen, zurückgekommen, maskiert, haben die Eltern erstochen. Also er, seine Eltern, assistiert von seinen Freunden, waren drei oder vier. Und die, er hatte zwei Schwestern, die wollten sie auch erstechen, die kamen aber zu spät nach Hause und die Freunde mussten nach Hause. Und haben auch gar nicht sich besonders Mühe gegeben, das zu kaschieren. Wurden am nächsten Tag also gefasst und haben auch gleich alles gestanden, aber ohne jede Reue. Und das war eigentlich meine Haupttätigkeit von September bis März, diese Hamlet-Inszenierung plus Hamlet-Maschine. Und das war ganz interessant, weil das lief völlig parallel mit und zu den Ereignissen auf der Straße und überall. Und das war sowas wie, ja, ist eine Formulierung von Carl Schmitt, die kennst du, ein Einbruch der Zeit in das Spiel. Das finde ich eine ganz interessante Überlegung. Von dem Es gibt Staatstheoretiker Carl ein Schmitt. Buch über Hamlet von ihm, Richtig. Hamlet oder Hekuba oder der Einbruch der Zeit in das Spiel, wo er sagt, dass Tragödien kann man nicht erfinden oder Tragödienstoffe. Das sind Mythen, die man verwendet, verändert, wie immer, aber man kann sie nicht erfinden. Und die einzige moderne Tragödie für ihn war Hamlet. Und das ist zur Tragödie geworden durch den Einbruch der Zeit in das Spiel. Das heißt, der Shakespeare hat das Stück angefangen zu schreiben, noch unter der Regierung von der Elisabeth, also die Tudors. Und dann kamen die Stuarts, Jakob. Das war der Sohn von Maria Stuart. Und es gab ein Gerücht, dass die Maria Stuart den Mörder ihres Mannes geheiratet hatte. Das war also plötzlich der Hamlet-Stoff. Damit rutschte das Stück in eine Aktualität, die nicht zu ertragen war, also theaterpolitisch. Und Shakespeare musste das Stück verdunkeln und verwirren. Und Und dadurch wurde es eine Tragödie. dadurch wird es eine Ja, Tragödie und ja, dadurch wird es nur ein ja, Boulevardstück, ja, hätte es ja, sein können. ja. Oder Oder ein einfach Spannungsstück, ein Actionstück, Rachedrama, also Rachedrama, ja. im Genre Und es verliert der seine Zeit. Unschuld, ja? Durch diesen Einbruch der Zeit Das Spiel. und dadurch wird es eine Tragödie. Was hast du denn da gemacht, 1990? Das weiß ich, glaube ich, ziemlich genau. Da habe ich, mein Traum war immer, Silvester allein zu sein in dem ganzen Lärm und zu arbeiten. Das habe ich, glaube ich, gemacht. Und was hast du gearbeitet? Ich habe irgendwas geschrieben. Ich weiß Ja, nicht was mehr, hast was du es war. geschrieben? Weiß ich nicht. Aber das war eigentlich für mich einer der ruhigsten Tage, also einer der wenigen Tage, wo ich allein war, weil alle anderen waren mit Feiern beschäftigt. Das war immer mein Traum gewesen, mal Silvester nicht mit Leuten zusammen zu sein und allein zu sein und was zu tun. Um 12 Uhr bist du auf. Ja. Vorhin war die Rede von Carl Schmitt. Wenn du mal unseren Zuschauern erläutern kannst, wer ist Carl Schmitt überhaupt? Schmidt ist ja ein relativ Ja, normaler Name, hier du, mit zwei T geschrieben. ja. Du, für mich war ursprünglich oder zuerst der Autor eines Textes zur Theorie des Partisanen, kennst du. Und das war für mich ein sehr wichtiger Text. Ich weiß gar nicht später mehr. Text, ein extrem Ich später weiß, Text, ich genauso weiß, wie das der war der erste Hamlet-Text. Text, den ich gelesen habe. Danach habe ich diesen Hamlet-Text erst gelesen. Und für mich war das ein ungeheuer wichtiger Text, weil so dieser konservative Blick auf die Revolution, auf die Problematik von Revolution, also der Punkt, dass erst mit der Französischen Revolution, mit der Idee und der Realität des Volkskriegs
entstand die Notwendigkeit des totalen Feindbilds. Die Brutalität entsteht. Ja. Und das war für mich sehr wichtig. Industrielle Brutalität. Ja. Wann bist du eigentlich auf den gestoßen? Du kannst auch relativ viel Texte von ihm. Ja. Ich glaube, erst in den 80er Jahren, so Mitte 80er Jahre. Das erste war Theorie des Partisanen. Und danach kam so einiges an. Was sagt er in der Theorie des Partisanen? Der Hauptpunkt war für mich eigentlich die Verbindung von Revolution und Feindbild. Also Feindbild ist seine Hauptkategorie bei ihm. Also eigentlich die Politik ist die genaue Kategorie, Bestimmung des Feindes. Genau. Und in dem Text ist die Grundthese eigentlich, dass mit der Revolution, mit der Französischen Revolution, also Volkskrieg, entfällt die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Militärs. Also vorher, die ganze Nation hatte, sich militarisiert. Genau, vorher hatte Krieg einen Duellcharakter und der fällt weg mit der Französischen Revolution. Mit der Revolution, mit dem Konzept oder mit der Realität des Volkskriegs entsteht die Notwendigkeit des totalen Feindbilds. Und es gibt keine Zivilisten mehr und diese Unterscheidung fällt weg. Und jetzt, was ist die Folge für den Partisanen davon? Die Konsequenz ist eigentlich in dem Text, dass in einer modernen, also technokratisch definierten Struktur ist der Partisan so etwas wie ein Hund auf der Autobahn. Das ist die ziemlich gnadenlose Konsequenz daraus. Und mit der Möglichkeit des Atomkriegs, das totale Feindbild. Also der Feind muss ein Feind der Menschheit sein, damit man diese Technologie, diese Waffen gegen ihn anwenden kann. Man muss ihn zum Feind der Menschheit machen, sonst kann man diese Waffen nicht anwenden. Diese Waffen sind so ungewöhnlich brutal, dass dahinter die Bilder der Französischen Revolution, der Emanzipation nicht aufgestellt werden können. Auf der einen Seite. Ja. Und eine ganz besonders hohe Moralität würde so brutal sein müssen, dass Friedensschlüsse gar nicht mehr möglich sind, richtig? Ja. Aber ich finde auch in dem Zusammenhang wichtig, das glaube ich von dem Flusser, den kennst du, ne? Ja. Einfach dieser Satz, dass man die bolschewistische Revolution nicht erklären kann aus der französischen. Man kann aber die französische nur erklären aus der bolschewistischen. Wie geht das? Das habe ich nicht verstanden. Ja, das finde ich ganz gut, weil er geht aus von einem anderen Begriff von Zeit. Also es ist kein linearer Begriff von Zeit. Und man versteht die Französische Revolution erst, wenn man die bolschewistische im Blick hat. Also die Zukunft begründet die Vergangenheit. Überhaupt erst die Vergangenheit. Ja. Ich glaube, Lenin war viel, weil Lenin interessiert sich ja nicht für die Armen. Viel pragmatischer und viel zynischer. Gut. Also mag er sich für Macht interessiert haben, aber ob er sich für die Armen interessiert hat, das weiß ich gar nicht genau. Und was die Armen in Russland sind, das weiß man gar nicht genau. Das ist so ungeheuer viel im Jahre 1917. Es gibt so ein, das ist jetzt eine Abschweifung von einem Italiener, dessen Namen ich natürlich vergessen habe jetzt, aber vielleicht kennst du das Buch, Das Schweigen des Körpers. Ich weiß den Namen des Autors jetzt nicht. Da gibt es so eine Sammlung von merkwürdigen Aphorismen. Und einer davon ist, das russische Volk mit seinem tiefen Instinkt für ein langes Leiden entschied sich für Lenin und nicht für Kerensky. Steht da drin? Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn du mir mal Kerensky beschreibst, das ist der Diktator der Februarrevolution 1917, die alle zunächst mal mit einer Euphorie erfüllt. Ja, es war der Versuch wahrscheinlich, die europäische Entwicklung nachzuholen. Aber
nicht mit einem Schnitt. Nein, aber die Französische Revolution in Form der Französischen Republik gewissermaßen in Petersburg einzuführen. Und zunächst einmal geht eine Euphorie davon aus, dass jetzt Demokratie und nicht mehr der Zar bestimmt. Das war Kerensky, ja. Sehr schnell müssen sie sich in den bösen Menschen von Sichuan verwandeln, weil das Ganze gar überhaupt nicht klappt. Ja. Es ist Freiheit, nicht? Parlamentarische Freiheit, Schwierigkeiten. Und jetzt entwickelt sich ein Diktator, eine Art Bonaparte, ohne dass die Französische Revolution vorher stattfand, richtig? Kerensky war der Versuch, glaube ich, die Resultate der Französischen Revolution für Russland herzustellen. Und Lenin dann der Versuch, die Französische Revolution nochmal zu machen in Russland. Und so verstehe ich den Flusser eigentlich. Und wenn man das jetzt noch mal einen Moment beharrt, der Kerensky macht das, was die Franzosen, die französischen Patrioten machten. Sie sind völlig indifferent gegenüber dem Krieg, das heißt, sie potenzieren ihn. Ja? Jetzt geht der Krieg erst richtig los. Das ist der Punkt bei Kerensky. Ja? Am Krieg ändert sich gar nichts, aber er wird demokratisch verwaltet. Das ist eine andere Form der Administration. Eine Administration über les nouveaux riches, ja? Die Neureichen, die Neuen, die Neuarmen. Und demgegenüber ist bei Lenin, das kannst du jetzt 50 Mal idealistisch bezeichnen, aber bei Rosa Luxemburg auf jeden Fall und beim Kienthaler Kreis auf insgesamt, der Protest gegen die Barbarei von Verdun, der setzt die doch erst richtig in Gang. Ja. Und die April-Thesen handeln eigentlich von, dass Krieg aufhören muss. Ist das eine bloße Taktik oder ist das der Kern? Das ist die Barbarei selber, ja, für alle Beteiligten der Weltkrieg. Und jetzt ist er rechthaberisch genug, um zu sagen, so, und wir sind in der Lage, ein Konzept der Menschheit zu entwickeln, das anders funktioniert, das nicht zum Krieg führt. Mindestens diese eine These hat er eigentlich selber und mit seinen Nachfolgern eingehalten. Kriege haben die nicht angezettelt. Nur den totalen Bürgerkrieg. Okay. Was heißt der totalen Bürgerkrieg? Was heißt das? Naja, ich glaube, die geniale Idee von Lenin war, dass man die Massen nur gewinnen kann mit dieser Haltung gegen den Krieg. Den Krieg wollte keiner mehr. Die wollten alle, dass das aufhört. Das war die geniale Idee. Und damit konnte man die Massen gewinnen. Und jetzt entsteht, freiwillig oder unfreiwillig, ein Bürgerkrieg? Dann entstand der Bürgerkrieg einfach aus, aus der Situation der Unterentwicklung. Und oktroyiert natürlich von außen. Da kommen ja nun eine Menge Mächte. Und ich glaube, man muss das auch mal ernst nehmen, diese These von Toynbee, glaube ich, war das, dass die Industrialisierung Russlands war nur möglich mit einer westlichen Ideologie. Und also der Marxismus als Vehikel des Frühkapitalismus in Russland. Nun weiß man ja auch gar nicht, warum agrarische Nationen industrialisiert werden müssen. Das wusste aber Lenin nicht. Ach so. Ich glaube, es gibt so, die letzten Telegramme von Lenin sind ja ganz schön. Zum Beispiel in einem einfach sagt, also kurz bevor er starb, dass er erkannte Europa, erkannte die deutsche Philosophie, erkannte den Marxismus, aber erkannte Russland nicht. Ich glaube, es ist der Punkt einfach, dass der eigentliche Fehler von Lenin, dass er nicht auf die Idee kam, dass das in Russland auch ganz anders laufen könnte. Also die Chance der Verlangsamung, die hat er nicht erkannt. Und immer mit Blick auf den Westen. Also aus dem Minderwertigkeitskomplex des Unterentwickelten eigentlich. Wie hätte das in Russland laufen können? Du, das weiß ich auch nicht, aber ich finde schon einen Punkt ganz interessant bei
Solzhenitsyn, so fragwürdig das alles ist, aber in Fortsetzung von Dostoevsky. Und Dostoevsky hatte immer diese große Angst vor dem Westen, wenn der Westen nach Russland kommt. Bei Carl Schmitt zum Beispiel in Theorie des Partisanen gibt es so ein Zitat, also einmal, Russland ist reif für eine soziale Revolution. Das Schlimmste, was Russland passieren kann, ist ein akademischer Pugatschow. Das finde ich einen großen Satz. Ein großer Satz. Ja, ja, ja. Jetzt, und Lenin war natürlich der, auch für Schmidt der akademische Pugatschow. Ja. Da verstehst du diesen Satz von dem Italiener mit dem Instinkt für das lange Leiden. Instinkt für das lange Leiden. Ja, ja. Das russische Volk mit seinem Instinkt für das lange Leiden, für ein langes Leiden, Lenin gewählt hat und nicht Kerensky. Aber wie verstehst du langes Leiden? Würde das bedeuten, dass das Leiden schwächer wird? Das hat aber zu tun mit der Geschichte von Russland. Das war das dritte Rom, Byzanz das zweite. Moskau, das dritte Rom. Russland, das dritte Rom. Ja. Das ist nicht so einfach, weil es gibt von Foucault so einen merkwürdigen Text. Kennst du den? Das Licht des Krieges. Nein, was heißt so eine Mitschrift von einer Vorlesung, wo er so versucht, eine Schematisierung von europäischer Geschichte. Und beschreibt so die zwei Hauptlinien. Die eine ist die jüdisch-christlich-messianische. Das ist bekannt, ja. Richtig. Kennst du? Die andere ist die römisch-staatliche. Hm? Ja. Und die zwei letzten Ausformungen oder Ausprägungen sind der jüdisch-christlich-messianischen sind der Nationalsozialismus und der Bolschewismus. Hm? Harte These. Nee, das ist nicht nur hart, weil, wenn dich erinnerst, die Nazi-Terminologie war ganz jüdisch, das tausendjährige Reich. Und dann gibt es von Lyotard diesen merkwürdigen Versuch zu erklären, warum der deutsche Antisemitismus so besonders brutal war. Weil für die Germanen, die Missionare kamen aus Rom, der Hauptstamm der Germanen waren die Franken. Und die Missionare haben den Franken erklärt, ihr seid die Führungsnation, die führende Nation der Germanen. Und ihr seid das auserwählte Volk. Und deswegen müsst ihr als Erste das Kreuz nehmen. Ja. Und die Franken nahmen das Kreuz und damit alle Germanen, weil sie das auserwählte Volk waren. Im Mittelalter tauchte plötzlich ein zweites auserwähltes Volk auf, die Juden in Europa. Und es kann nicht zwei auserwählte Völker geben. Das ist ausschließlich der Konflikt dann. Und es kommt tief aus dem Unterbewusstsein, aus der Geschichte dann, diese Tödlichkeit des Konflikts. Es gibt den Satz, Sozialismus oder Barbarei. Das ist ein Satz von einer Französin, aber Rosa Luxemburg hat diesen Satz aufgegriffen. Und dieser Satz bezieht sich ausschließlich auf den 1. August 1914. Ja. Und ist der Protest, das Protestpotenzial, das sagt, wer diese Art von Barbarei auf europäischem Boden Kriege anzuzetteln, die hinterher erstens nichts entscheiden, zweitens eine Schlachtbank, industrialisierten Tod organisieren, und diese Art von Krieg, sei es als Bürgerkrieg oder als Außenkrieg, muss vermieden werden, sonst ist dieses 20. Jahrhundert überhaupt des Teufels. Weil es ist ja das Problem eigentlich. Bei dem Golfkrieg, das Erste, was mir einfiel, war, wie sehr dieser eine Satz von Hitler die Geschichte dieses Jahrhunderts bestimmt, immer noch. In der Rede vor dem Industrieclub, du kennst die, wo er sagt, der Lebensstandard der weißen Rasse kann nur hochgehalten werden, wenn der Standard der anderen Rassen niedrig gehalten wird. Und dazu genügen nicht mehr politische und ökonomische Mittel, dazu braucht es jetzt militärische Mittel. Und das ist ja die Frage. Und der andere Punkt ist,
ich kann es jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber ich glaube, es gibt da so eine Ausrechnung, ich weiß nicht, wie korrekt das ist, dass seit einiger Zeit die Anzahl der Lebenden, die Anzahl der Toten in der Geschichte der Menschheit, soweit sie überschaubar ist, übersteigt. Das ist doch eine ganz neue Situation. Ne? Bisher waren die Toten immer die Mehrheit. Immer die Mehrheit. Und jetzt sind sie die Minderheit. Aha. Also sie müssen, diese Minderheit muss gestärkt werden. Es gibt zu viel lebende Menschen. Das ist doch die neue Situation. Und die können nicht alle leben. Also jetzt war ganz barbarisch gedacht. Jetzt ist das Konzept, ja, das der Französischen Revolution, der Russischen Revolution zugrunde liegt. Die Russische Revolution als die Bestätigung, also die nachträgliche Rechtfertigung der Französischen, dass es Lebensmöglichkeiten für beliebig viele Menschen geben möge. Ja, ja. Und das wäre das Utopische. Gibt es auch nicht, ja. Und er sagte dazu nur, die Dinosaurier sind auch ausgestorben. Das ist auch eine mögliche Position. Ihm war das kein Argument, ja, um ihn zu einem alternativen Verhalten zu veranlassen. Nee, überhaupt nicht. Wobei er nicht annahm, dass die Menschheit deswegen aussterben muss, weil die Dinosaurier ausstarben, sondern dass er sich lediglich nicht zu falschen Verhalten... Er fand es nicht wichtiger. Er fand es nicht wichtiger. Und die Frage ist, ob man... ist jetzt aber ganz... absolut theologisch, anarchistisch, ob man nicht den Unterschied zwischen Leben und Tod überschätzt. Ne? Ja. Na, für das Individuum ist es Überschätzung. Ja. Und weil ja auch, wenn das die Entwicklung so weitergeht, wird Leben ja immer unlebbarer. Ne? Und immer weniger in Wert. Ne? Und der Verwaltungsvollzug von Leben wäre ja nicht das, was die Evolution mit einem Sinn versieht. Genau, ja. Und da würdest du was sagen? Ich kann es zunächst mal nur ganz subjektiv sagen. Als ich zum Flughafen fuhr heute Morgen, war mir ziemlich schlecht, weil ich wenig geschlafen hatte wegen des gestrigen Tages. Ich war auch erst nach eins zu Hause, weil da noch eine Veranstaltung war in der Akademie. Und ich bin 62 Jahre alt, da muss ich also irgendwie damit leben, dass ich sterbe, ne, irgendwann. Und ich merke zunehmend, dass mich das gar nicht mehr so sehr interessiert. Ich habe keine Angst mehr davor. Ne. Gut, das ist eine Altersfrage, das kann man darauf abschieben. Aber ich glaube, das ist auch noch was anderes. Das ist für immer mehr für Massen das Leben obszön wird und der Tod an Obszönität verliert. Das ist ein Reflex auf das, was du sagst, also mit dem Ersten Weltkrieg und so. Da hat etwas angefangen und ein Prozess angefangen, der jetzt schon Folgen hat für auch für individuelles Verhalten. Und ein Verdun, ja, und ein Gaskrieg könnte sich auch durch einfache Spießigkeit des Alltagslebens wiederholen, sodass also Stellungskrieg stattfindet im Leben. Es ist ja, alle Lebensformen sind kriegerisch jetzt. Ne? Und du kennst diese blöde Rechnung, wie viele Tote durch Verkehrsunfälle es gibt in der ehemaligen DDR. Und das steht in überhaupt keinem Verhältnis zu den Toten an der Mauer. Hm? Das wurde einfach nachgeholt, hm? Was da gefehlt hat. Und das geht weiter, dieser Prozess. Hm? Wenn du einmal, es gibt auch bei Marx die Bezeichnung lebendige Arbeit, tote Arbeit, also lebend und tot, das würde das durchzieht seine ganzen Überlegungen. Wenn du mal sagen würdest, was wäre eigentlich Leben, das Lebendige, wenn es nicht einfach darauf besteht, Verwalter der Existenz zu sein?
Was würde ein Dramatiker da sagen, sozusagen? Mhm. Ja? Dass er sagt, das ist ein Wurf, das gibt's. Das ist lebendig. Mhm. Du, für mich persönlich ist es so im Moment, dass das ist jetzt eine ganz naive Antwort. Wenn ich morgens aufstehe, weiß ich schon, ich werde nicht Zeit haben an diesem Tag für das, was ich eigentlich tun möchte. Ich werde also Dinge tun müssen, die mich nicht wirklich interessieren. Und damit vergeht Lebenszeit, die ich eigentlich ganz anders gebrauchen möchte. Und ich würde gern was machen oder was schreiben oder auch inszenieren, was mit der Realität nur zu tun hat als als Entwurf einer anderen Realität. Und ich merke, wie mir die Situation die Zeit dafür wegnimmt. Und damit wird Leben immer mehr leere Zeit. Ich hab gestern Abend zum Beispiel war eine Veranstaltung in der Akademie von einem sehr begabten, eigentlich Clown, also ein junger Mann aus Leipzig, der seit Jahren schon so Solo-Programme macht. Witze über die Zeit und aktuelle Dinge, und aber macht das sehr schön, also ein bisschen von Valentin bis zu sonst wem. Ich habe einiges von ihm vorher gesehen. Gestern war ich eigentlich ziemlich traurig, weil ich plötzlich merkte, dass da eigentlich etwas stattfindet, was den Satz von Baudelaire belegt. Die Langeweile ist der auf die Zeit verteilte Schmerz. Das ist, glaube ich, jetzt eine Grunderfahrung. Die zunehmende Langeweile. Die Langeweile am Leben. Und der Schmerz, der zu tun hat mit dem Entzug von Leben, der wird nur noch als Langeweile empfunden. Und es gibt leere Zeiten. Und nur noch leere Zeit. Und das ist der Gegenpol von Leben. Ja, leere Zeit ist das Gegenteil von Leben eigentlich. Ne? Könntest du dich aufraffen, erfüllte Zeit als Leben zu bezeichnen? Ich glaube schon, ja. Und das eigentlich Schlimme ist doch, wenn du dich erinnerst an dieses Kapitel bei Solzhenitsyn 1914, wo der, ich weiß den Namen jetzt nicht, dieser Offizier über ein Schlachtfeld reitet und er denkt an seine Frau in, ich glaube, Petersburg und hat plötzlich das Gefühl, er braucht gar keine Frau. Er braucht kein Leben. Der Krieg ersetzt das alles. Also eine von ihm nicht mehr verantwortete Zeit, ein von ihm nicht mehr verantworteter Prozess, ist ihm alles abgenommen. Alle Verpflichtungen, alle Bindungen. Und er braucht alles andere nicht mehr. Und der Krieg ist die eigentlich leere Zeit. Die Erfüllung der leeren Zeit. Dann hättest du jetzt August 1914. Ja. Wie das Ding hier heißt. Das Buch, der Roman von Solzhenitsyn. Und ich glaube, dass das unsere Grundwunde ist. Wer Antworten hat auf den 1. August 1914. Der hat auch Antworten aufs 20. Jahrhundert. Der hat auch auf Liebesgeschichten Antworten. Männer und Frauen der Russischen Revolution. Und meine erste Reaktion darauf ist eigentlich, ich kenne einige Gesichter, aber das ist gar nicht mehr wichtig. Man sieht, das sind durchweg Menschen, die mit mir was zu tun haben oder mit dir. Die mit uns was zu tun, die jung sind. Irgendwas gedacht haben. Das sind unsere Väter, die keine Zeit gehabt haben, uns zu zeugen. Und das sind unsere Mütter, die keine Zeit gehabt haben, uns zu gebären.
das ist merkwürdig, dieser Riss, ne? Dass da Leute ihr Leben verbraucht haben, meist sehr früh, für etwas, was für uns nicht mehr existiert, oder nur noch als Idee existiert. Und das Phänomen ist der Verschleiß. Ne? Was wird alles verschlissen für ein Ziel, was nicht erreicht wird? Aber der gute Wille mehr verschleißt als der lasche Wille, möchte ich mal so sagen. Ich sage nicht der Böse, das ist nicht der Gegenpol. Ist klar, klar. Der Gegenpol ist einfach klar. Der gleichgültige Wille. Ja? Der verschleißt gar nicht, sondern der ist evolutiv, also im Sinne von Darwin, ungeheuer erfolgreich. Ich wollte dir eine Geschichte erzählen in dem Zusammenhang, die mir einfach einfällt, wenn ich diese Fotos sehe. Ich habe mal im DDR-Pen, nachdem ich da aufgenommen wurde, da gab es ein Ritual, dass man jedes neue Mitglied musste irgendwas vorlesen. Da gab es so Gebäck und Tee und das war sehr ästhetisch im Sinn von Heine. Und ich habe da, das war vor 10 oder 12 Jahren, habe ich einen Text von mir vorgelesen, den du sicher kennst, Mauser. Ne? Ja. Das ist eine Variante auf die Maßnahme von Brecht. Das vorgelesen, da waren... Was denn so Leute, Mauser? Mach mal schnell für die Zuschauer. Ja, du, es ist die Geschichte eines Mannes, der Stoff kommt eigentlich aus Scholochow, im Stillen Don. Ein Mann, der von der Partei beauftragt wird, jetzt das Revolutionstribunal zu leiten während des Bürgerkriegs. Und er muss Leute erschießen. Ja, genau, weil die Mauserpistole die Pistole der Revolution war. Ja. Und er macht das und irgendwann kommt der Punkt, wo er Spaß dran hat, das zu machen, weil anders hält man es nicht aus. Und dann muss er erschossen werden. Das ist die Geschichte eigentlich. Also der Verschleiß eines Menschen für eine Aufgabe, wie immer man das die Notwendigkeit einschätzt. Aber, und der muss dann weg, weil er daran Spaß findet. Und dann sagte der Hax irgendwas, das wäre völlig uninteressant, der Text, das wäre Studiger Problematik, also 68 und so. Noch einer, Herzfelde, sagte auch, ja, das wäre Stalinismus. Gut. Und dann, und das wollte ich eigentlich erzählen, sprach der Eduard Claudius, den du vielleicht gar nicht kennst, ein Autor, der kam aus dem Bund proletarischer Schriftsteller vor 1933. Sicher kein großer Schriftsteller, aber der war in Spanien als einziger von denen, glaube ich, aktiv, also als Soldat und hat ein paar ganz gute Sachen geschrieben in der DDR-Zeit. Sicher, Literatur ist da gar nicht wichtig, aber und der sagte, er müsste jetzt leider gehen, weil er zum ersten Mal ein Visum nach Paris gekriegt hat und er hatte immer ein Einreiseverbot nach Paris, weil er in diesem südfranzösischen KZ war, in Vanille und so. Und muss jetzt gehen. Er möchte nur sagen, er würde das alles ja nicht verstehen, auch die Diskussion darüber, aber er möchte nur sagen, ihn hätte das erinnert an eine Situation, die er erlebt hat in Spanien nach der Schlacht bei Teruel, wo die Roten gesiegt hatten. Und dann sahen sie all diese toten Marokkaner. Diese schönen jungen Menschen, die mit dem ganzen Kampf eigentlich nichts zu tun hatten. Und die waren so schön und tot und daran würde ihn das erinnern. Hier ist Anselm Kiefer. Ja? Wenn du mal sagst, was du in diesen Bildern siehst. Das sind zum Beispiel Flugzeuge aus Blei. Was kannst du mit Anselm Kiefer anfangen? Der erste Vorteil ist, dass dieses Flugzeug nicht fliegen kann. Ne? So. Das ist ganz wichtig. Ne? So. Da wird etwas stillgelegt, etwas fix gemacht, was, wenn es sich bewegt, tödlich ist. Ne? Dazu gehört eine absolute Entscheidung für
für ein unmoralisches Verhalten. Wenn du als Künstler moralisch wirst, bedienst du die Strukturen. Du kannst dich nur eigentlich genießerisch verhalten zu dem, was passiert. Und du kannst Kunst machen nur aus einem Einverständnis. Und ist mal ganz brutal formuliert, ich unterstelle das mal, der Kiefer ist einverstanden damit, dass es solche Flugzeuge gibt, dass die Tötungsinstrumente sind. Aus diesem Einverständnis macht er das. Das heißt, er findet ein Gegenmittel, und damit macht er was anderes. Damit macht er was anderes. Ne? Ja. Aber ohne dieses Einverständnis, aus der Polemik kannst du nichts machen. Ne? Ja, ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen der, da gibt es die Mechanisierung des Tötens, ne? Und das wird immer abstrakter, der Pilot, also schon im Stukan, ne? Der wurde nur noch gelenkt und geleitet, mit Radar, genau. Und das ist wie ein Videoerlebnis oder am Spielautomaten, ne? Und der hat überhaupt keine konkrete Beziehung mehr zu dem, was er macht. Drückt irgendwelche Knöpfe und da gibt es ein Videobild und dazu gibt es Musik und ist ein völlig abstraktes Töten. Hat mit der Person, mit dem Individuum nichts mehr zu tun. Keine Beziehung zu dem, was er tötet und so. Das ist ein abstrakter Job. Ne? Ja. Und diese Abstraktion und diese. Ja, diese Abstraktion. Und auf der anderen Seite wächst wahrscheinlich dadurch das Bedürfnis nach ganz individueller physischer Gewalt. Ne? Oder Gewaltanwendung. Ne? Und diese Geschichte in Leipzig ist eine von vielen Geschichten. 20 junge Leipziger überfallen ein Asylantenheim nachts. Die Asylanten schlafen alle, Türken, Pakistanis, Inder. Was weiß ich, Vietnamesen, und überfallen die mit Eisenstangen und Spaten und schlagen die krankenhausreif. Und das nimmt ja zu, überall. Und mit der zunehmenden Abstraktion des Krieges, des Tötens, nimmt zu das ganz elementare Bedürfnis nach unmittelbarem Töten. Und ich habe in der letzten Zeit öfter nachgedacht über den Begriff Befreiung. Befreiung ist ja weiter nichts als eine Umverteilung von Gewalt. Und wie kommt man da raus, weiß ich nicht. Was ist das Dramatische? Das Dramatische ist, glaube ich, dass das immer undramatischer wird. Das wird immer mehr ein Mechanismus. Und Drama ist nicht mechanisch. Ne? Drama ist Duell. Ne? Und Duell heißt, es gibt noch Möglichkeiten. Ne? Und es gibt einen Spielraum, ne? Von Möglichkeiten. Und der Spielraum nimmt ab. Der wird immer enger. Ne? Und damit verschwindet eigentlich das Drama. Ne? Wenn du Dramen geschrieben hast, wie hast du das gemacht? Ist das ein motorischer Vorgang? Ist es ein epischer Vorgang? Ist es ein gedanklicher Vorgang? Ja. Es ist viel mehr ein motorischer Vorgang, glaube ich. Ne? Was war der Inhalt deiner Rede als Kleistpreisträger? Das war eigentlich der Versuch, Kleist in Beziehung zu setzen zu dieser Ordnungsvorstellung der deutschen Wiedervereinigung. Es war ja als Ordnung gedacht. Ne? Daraus ist aber ein Chaos geworden. Ne? Ja. Und das ist eine Hoffnung. Ich glaube, für beide Seiten. Ne? Im Moment wird es im Osten als besonders verzweifelt empfunden. Unglück empfunden, aber es ist eine offene Bindung. Es ist eine offene Situation. Ja. Und da ist eine Chance für, was ja weggefallen ist durch das Tempo und durch die Art, wie das stattfand als Kolonisierung, ist ja, dass alle Möglichkeiten vom Osten her den Westen zu beeinflussen, sind brutal abgeschnitten worden.
Und das wird nicht mehr zu halten sein, glaube ich, diese Trennung. Was hast du für einen Beruf? Wie würdest du es nennen? Du, mein Beruf ist eigentlich zu beunruhigen, zu irritieren, zu stören. Also gängige Vorstellungen zu stören. Also nicht Chronist? Und überhaupt nicht. Ein Chronist kann ich vielleicht sein, bin ich vielleicht auch. Aber nur so, dass ich, wenn ich etwas als Chronist mitteile, will ich gleichzeitig auch die das Bild von dem, was ich mitteile, unsicher machen. Also Zerstörungskünstler. Und andere Bilder ermöglichen von dem, was ich erzähle. Wenn ich was produziere, will ich was zerstören, sonst kann ich überhaupt nichts produzieren. Aha. Und das hat mich an Kleist interessiert. Der kann das auch nicht anders. Wenn du nichts zerstörst, kannst du nichts produzieren. Weil, ich meine, zerstören heißt ja Produktion ermöglichen, andere Produktion. Du bist also in Bezug auf das Schicksal der neuen Bundesländer, wie es jetzt stattfindet, nicht sentimental. Nee, überhaupt nicht. Ich finde das alles völlig in Ordnung, weil ich glaube, dass. Gut, vielleicht ist es ein übertriebener Optimismus, aber ich glaube, dass aus dieser momentanen Zerstörung wächst Erinnerung. Und zunächst ist das politisch gesehen sicher, sind alle Energien, alle kriminelle Energie, und um die kriminelle Energie geht es ja, oder die anarchistische, die gehen sicher alle nach rechts erstmal. Ne? Aber ich glaube, das wäre sehr kurz geschlossen, wenn man davon also es dabei bleibt. Ne? Was verstehst du unter krimineller Energie? Ja, kriminelle Energie entsteht, wenn man nicht mehr aufgefangen ist in einer Struktur. Das passiert jetzt Millionen in diesen neuen Bundesländern. Ne? Dann entsteht kriminelle Energie. Die wirkt sich erstmal so aus, dass die Leute sich umbringen, dass sie die Aggression innerhalb der Familien stattfindet, in der S-Bahn, in der U-Bahn und so. Wird eine lange Zeit geben, wo sich das einfach. Das sind übrigens die Züge, ja, die von Berlin, ja, auf 10 Meter Spurbreite, ja, also relativ große Riesenzüge, über Minsk, ja, bis Kasan, ja, führen, ja, sollten. Ja. Und auf der Rückfahrt die ganzen Getreidebeute, ja, 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 also die Beute, ja, des Ostens, ja, 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 ins Reichsgebiet bringen sollten. Das war sozusagen das Grundidee des Zweiten Weltkriegs, des Ostkriegs. Ja, klar, das ist der Eisenbahnbeamte, der diese ganze Reichsspurbahn erfunden hat. Ja.